Ihr schaut den Devil TV mit dem Sony Vaio M Netbook. Das ist eine neue Generation von Sony mit dem Intel Atom 450 Chipsatz. Sie haben es mir gerade zugeschickt und wie ihr sehen könnt, schöne schwarze Verpackung. Genaue Bezeichnung ist VPC M11M1EW. Das W steht für, denke ich mal, weiß. Genau, steht hier auch nochmal gleich daneben. Und alles deutsch, Atom N450, wie schon gesagt. Standard Intel GMA 3150 Grafik, 10,1 Zoll Bildschirm, Standardauflösung, 1 GB RAM nur, 250 GB Festplatte und Windows 7 Starter. Soweit ich weiß, kostet das Gerät 350 Euro und das gibt es noch in Schwarz mit einem matten Gehäusedeckel. Aber schauen wir uns das doch einfach mal genauer an. Ich hatte es schon mal kurz im Hands-on in einem Saturn, aber natürlich ist es zum Testen zu Hause immer eine komplett andere Sache. So, fangen wir mit den Instructions an, Papieren, Quick Start Guide. Sollten schöne Bilder drin sein, genau. Akku einsetzen, Power, bla bla bla. Power on und dann sollte das Ganze funktionieren. Das Ganze nochmal auf Deutsch. Nichts Besonderes. Energy Star, langweilig. Strom also wieder. Wir haben eine Recovery DVD oder CD anscheinend beigelegt. Irgendwo. Und Garantie, auch sehr wichtig. So, Netzteil. Das Ganze wurde natürlich schon mal aufgemacht, da ich nicht der Erste bin, der das jetzt hier testen darf. Vielleicht der Zweite. Und Sony üblich, schön kleines Netzteil. Kabel. Verwinkelt, weil die Kabel sind immer ganz unpraktisch, wenn sie so rausgehen, brauchen sie mehr Platz. So kann man es besser so aufbewahren. Nur doppelpolig, deswegen nehme ich an, das zweite Kabel, genau, schön dünn und schön kurz. Dankeschön, Sony. Das ist wieder ein schön kleines Netzteil. Wahrscheinlich wird das hier auch nicht zu hell leuchten. Schauen wir uns aber später nochmal genauer an. Und dann haben wir hier drin noch das Gerät. Und das war es auch schon, soweit ich es erkennen kann. Keine CD dann noch. Zum Recovern, wahrscheinlich ist da eine Partition eingebaut, mit der ich recovern soll. Also ist hier nur das Netzteil, ein paar Bücher und ein schön schickes weißes Sony Vaio dabei. Der Akku ist hier schon drin, das wird bei euch wahrscheinlich anders sein, aber das hier, da das hier ein Testgerät ist, wird das oft einfach schon mal drin gelassen. Schauen wir uns erstmal die Eingänge an. Wir haben einen Stromeingang, 19,5 Volt, Lüfter, VGA, Netzwerkeingang. Oder ja, genau, Eingang und Anschluss besser gesagt, ein Memory Stick Pro Duo und SD-Kartenleser. Das ist ein Dual-Kartenleser, also vorne haben wir Kopfhörer und Mikrofon, sehr schön. Hier schaltet man das Gerät an, indem man es auf die Seite schiebt. Ein Wireless-Switch haben wir auch noch, On und Off für WLAN. Hier haben wir einmal Akku-Anzeige, Wireless-Anzeige und Festplatten-LED-Anzeige. Drei USBs gleich nebeneinander. Nicht unbedingt praktisch, wenn man breite USB-Sticks hat, aber ja, man kommt damit sicherlich zurecht. Und ein Kensington-Port. Das Ganze ist schön abgerundet, schön matt überall. Fingerabdrücke sieht man so ziemlich fast gar nicht. Finde ich sehr schön. Wie beim ersten Samsung NC10. Vario-Logo, Metallic-Look. Wird nach einer Zeit vielleicht ein paar Kratzer bekommen. Ist im Gehäuse drin. Sony nur aufgedruckt. Und an der Unter. Upp. Entschuldigung, fast fallen lassen mal wieder. Auf der Unterseite haben wir Lizenz natürlich, den Akku, die zwei Lautsprecher und ein paar Schrauben, die Standard sind. Okay. Dann schauen wir uns mal den Akku an, wenn ich ihn rausnehmen kann. Lock ist nach rechts, genau. Also so müsste man ihn rausnehmen können. Wenn ich nicht zu dumm bin. Eigentlich müsste ich hier drin ein Profi sein. Moment. Genau, nach oben. Ach. So. Größe hat der Akku. 44, 100 denke ich mal. Nein, sogar noch kleiner. Der Akku hat nur 40 Wattstunden und 3600 Milliampere. Wenn es lang genug läuft, habe ich nichts dagegen. Aber ansonsten, Sony, schade, schade. Für so viel Geld könntet ihr ruhig ein bisschen mehr reinpacken. Immerhin schaut der Akku unten nicht raus.
Wenn wir hier reinschauen, hier könnte man noch einen SIM-Karten-Slot verwenden, aber natürlich ist hier kein UMTS-Modem mit drin. Wenn Vodafone und Sony damit beauftragt, werden sie sicherlich eins reinbauen oder eine andere Firma. So, wie kriege ich das jetzt wieder rein? So und dann reinkippen. Denke ich mal. Ja, ich sehe schon, Sony wollte nicht, dass man die Akkus ständig rausnimmt. So dumm kann ich ja nicht sein. Das zieht jetzt das Video unnötig in die Länge, aber jetzt ist wieder drin. Perfekt. Und ja, schauen wir uns das Ganze von innen an. So, innen haben wir einen weißen Bildschirmrand, matt. Bildschirm selbst auch matt, sehr gut Sony. Ein Motion Eye, eine Motion Eye Webcam mit zwei LEDs. Das eine ist kein Mikro, oder vielleicht ist es auch ein Mikrofon, ist bloß jetzt hier nicht aufgemalt, denn hier unten sehe ich nirgendwo ein Mikrofon. Tastatur, Standard Notebook-Tastatur eigentlich, aber etwas kleiner geraten wie das übliche, denn wir haben einen recht dicken Bildschirmrand und ich würde eher sagen, das ist von einer 9 Zoll Tastatur. Die Tastengröße, wenn wir es hier zum Beispiel mit einem Apple Keyboard vergleichen, dann sehen wir ganz klar den größten Unterschied. Bei einem Netbook sollte es immerhin bis zum Rand gehen. Bei den meisten, wo ich es gesehen habe, ist es zumindest so. Maustasten separat fühlen sich momentan ganz gut an, wobei es mir etwas zu sehr ins Gehäuse reingeht beim Drücken. Aber man kann natürlich überall drauf drücken. Erkennt er ganz gut, soweit ich es jetzt erkennen kann. Natürlich könnt ihr auf endevil.com dann den ganzen Test lesen und dann sage ich euch mehr dazu. Ich denke mal, das hier ist ein Multitouch-Touchpad, aber bin ich mir nicht sicher. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Man erkennt den Rand sofort. Ein paar Sticker haben wir hier, Vario-Logo und entweder sind das hier Lüfterschlitze oder Lautsprecher. Aber die Lautsprecher sind, glaube ich, hier unten. Und dann haben wir noch ein paar Status-LEDs für NumLock, Caps-Lock und Scroll, genau, Scroll-Lock. Und ja, das war's schon vom Sony Vaio M11 M1e Netbook, die weiße Edition. Ja, in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche werde ich das komplett durchtesten, ein paar Anleitungen dazu geben. Und ja, auf endevil.com könnt ihr dann alles dazu lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei meinem Unboxing. Ich war Balaschkal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.